Save Martha! Habt ihr es schon gehört? Batmans und Supermans Mamas haben den gleichen Vornamen. Doch der zum Muttertag geschlossene Frieden der beiden Muttersöhnchen hat nicht lange gehalten. In Injustice 2 hauen sich erneut eine Batterie an DC-Superhelden und Superbösewichten mit Händen, Füßen und anderweitiger Körperteile die Hucke voll. Basierend auf den ziemlich erfolgreichen Injustice-Comics bot der Anfang 2013 erschienene Vorgänger gerade storymäßig ordentlich Zunder. Damals meuchelte Superman dank einer Finte des Jokers nicht nur seine geliebte Lois Lane, er sprengte per Atombombe Metropolis in die Luft und wurde zum tyrannischen Herrscher. Man munkelt sogar, dass er gelegentlich schwarz fuhr, der Schlingel. Held sein geht anders. Dank Batmans beherztem Eingreifen wurde die Gefahr jedoch gebannt und Superman landete im Knast. Ende Gelände? Keineswegs. In typischer Comicbuchlogik kehren in Teil 2 Tote aus dem Jenseits zurück, viel bösere Böse und gutere Gute laden sich selbst ein und das ganze Geschehen fühlt sich an wie eine amtliche Superheldenparty. Wer bist du denn? Hi, ich bin Aquaman. Ich hab gehört, hier ist Party. Hau ab, Alter. Wer das erste Injustice primär im Singleplayer gespielt hat, bekommt mit dem Story-Mode eigentlich genug Kaufgrund mitgeliefert. Man schaut aufwendig gebaute Cutscenes mit durchaus brauchbarer deutscher Synchro, bestreitet regelmäßig Kämpfe und darf des Öfteren per Charakterwahl den Ablauf leicht beeinflussen. Du hättest nicht zu Batman zurückkehren sollen. Mehr als einmal werden sich die wenigsten durch die Story arbeiten. Aber dieser Durchgang macht trotz manch forcierter Wendungen Spaß und ist von der Länge her näher dran am umfangreichen Singleplayer eines Mortal Kombat X als am etwas zu kurzen Vorgänger. Wer die gerade eben genannten Spiele mal gezockt hat, der weiß, was spielerisch bei Injustice 2 auf einen wartet. Entwickler NetherRealm baut seit Jahren auf einem soliden Prügelfundament und hat hier weiter an den Stellschrauben gedreht, um auch Einsteigern schnellen Zugang zu bieten. Die Kämpfer verfügen über mehr Moves und individuelle Fähigkeiten, Stages haben oft multiple Ebenen sowie interaktive Elemente und die Special Moves sind bombastischer denn je. Da viele der Neuzugänge eher aus der zweiten oder dritten Reihe der DC-Figuren stammen, runzeln Comic-Unkundige eventuell ein wenig mit der Stirn. Atrocitus wer? Captain Cold und Blue Beetle? Vom Feuerzeugman und der Frau mit den Leoparden-Hotpants ganz zu schweigen. Fürs Gameplay bedeutet das natürlich viel Abwechslung abseits der ausgetretenen Batman-Pfade, aber die Superhelden-Z-Promis kennt halt keine Sau. Ha, geile Party, Betty! Die Herren noch ein paar Häppchen? Was bist du denn für ein Clown? Vorsichtig, weißt du nicht, wer das ist? Nee, vielleicht Super unter den Pantoffeln, ey? Nein, ich bin Super Haushaltsmann! Das tun viele. Ich hab dir gesagt, du sollst Schnittchen verteilen, du Wurm! Für etwas Würze soll das sogenannte Gear System sorgen, bei dem in den Singleplayer-Modi neben Erfahrungspunkten auch Loot in Form von Ausrüstungsgegenständen verdient werden kann. Dieses Gear verändert Aussehen und dezent die Statuswerte der Figuren, kann für Online-Kämpfe aber zum Glück deaktiviert werden. Maximal eine nette Spielerei, vor allem weil Gear nicht mit echtem Geld als DLC gekauft werden kann. Apropos DLC. Neben etlichen DC-Recken wird unter anderem auch Sub-Zero aus Mortal Kombat mit dabei sein, was ganz nice ist. Ansonsten gibt es nicht so viel Spannendes zu Injustice 2 zu erzählen. Die Online-Server waren zu Redaktionsschluss noch nicht aktiv geschaltet, angehende E-Sportler freuen sich auf hochdotierte Turniere in der Zukunft.
Wer nicht genug bekommen kann, lädt sich, wie beim ersten Teil, eine Free-to-Play-App mit netten Production-Values fürs Handy runter. Die Nicht-Hardcore-Prügelspieler unter uns hatten jedenfalls einiges an Spaß mit der Superhelden-Keilerei. Ob auch Langzeitmotivation vorhanden ist, muss sich aber natürlich erstmal zeigen. Auf jeden Fall gibt es viel Bombast fürs Geld und das Duell Batman gegen Superman zieht immer noch. Hey Batman! Sollen wir um die geile Alte kämpfen? Okay. Ha? Okay. Okay, komm! Ich bin Batman. Hi, du klingst aber ein bisschen heiser. Ich komm von Krypton! Okay. Ich bin Batman. Ja, ich weiß. Sag mal, Ring Ring! Was? Ja, hallo? Was? Eine Frau benötigt einen Superorgasmus. Ich bin doch schon hier. Sie kommt gleich. Damit meine ich dich. Hey, pass auf! Ist für dich! Was ist das denn für eine Scheiße? Bumsen? Oh, ja, bitte!